Herzlich willkommen zur 12. Folge von Schottendotz Tipps und Tricks für Minecraft. Heute geht es um die Replay-Mod. Mit dieser seid ihr in der Lage, eigene kleine Filme in Minecraft zu drehen. Und zwar mit Kameraperspektiven, die ihr so im normalen Spiel niemals hinbekommen könntet. Und deswegen ist das super cool, besonders für YouTuber. Ihr habt Minecraft auf die Art und Weise so einfach noch nicht erleben können und was da eigentlich alles möglich ist. Und ich zeige euch jetzt die komplette Installation samt Download. Alles für die Version 1.19.2, also das aktuellste, was es jetzt gerade am 16.09.2022 gibt. Insgesamt benötigt ihr 8 Dateien und ich habe das auch nochmal in 3 farbliche Blöcke unterteilt. Die roten, das sind die 4 Sachen, die müsst ihr auf jeden Fall installieren, damit überhaupt die Replay-Mod funktioniert. Die 2 blauen Dateien sind dafür da, falls ihr Minecraft nicht in Vanilla spielen wollt, sondern mit hübschen Shadern. Und ich gehe davon aus, dass viele das wollen. Dementsprechend habe ich das einfach mal mit angefügt als besonders wichtig. Also das würde ich euch empfehlen. Und für diejenigen von euch, die sich nicht entscheiden können zwischen den ganzen Shadern und den Texture Packs, die es da so gibt, habe ich einfach mal die 2 Sachen, die mir besonders gefallen, mit als Zusatz reingepackt. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr das einfach ignorieren. Und über die Timestamps könnt ihr jetzt schauen, welcher Bereich für euch jetzt relevant ist und was ihr einfach so skippen könnt. Beginnen wir jetzt mal mit den Download-Links. Die werden übrigens in der Videobeschreibung genauso angezeigt, wie ihr sie hier vorfindet im Video. Und noch einmal, wie es im Videotitel beschrieben ist, das alles ist für die Java-Edition von Minecraft. Wir fangen jetzt an mit der ersten Datei und laden jetzt die Replay-Mod an sich herunter. Und das ist ganz einfach. Ihr könnt, wenn ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt, dort die Version auswählen, die ihr wünscht und dann einfach nur herunterladen. Da das ganze Aufnahmeprogramm ja eine Modifikation für Minecraft ist, benötigen wir auch noch einen Mod-Loader für die Replay-Mod. In diesem Fall nutzen wir Fabric. Klickt einfach auf Download Universal Jar und dann habt ihr in jedem Fall die richtige Version für euch. Dann ist als nächstes Fabric API an der Reihe, ein kleines Hilfsprogramm, das die Mods etwas schlanker gestalten soll, bei der Integration in das Spiel und dem Fabric Modloader hilft. Hier oben rechts einfach auf Download klicken und schon habt ihr die Datei. Von den 4 absolut relevanten Dateien, die ihr downloaden müsst für die Replay-Mod, kommt jetzt FFmpeg. Ohne diese Datei könnt ihr die ganzen Videos, die ihr aufnehmt in Minecraft, nicht rendern im MP4-Format. Ihr braucht das unbedingt. Auf der eigentlichen Seite der Replay-Mod findet ihr übrigens ein Tutorial zur Installation und dann auch noch einen eigenen Bereich zur Installation von FFmpeg. Und dann findet ihr im Bereich 1.2.1 Windows eine eigene kleine ZIP-Datei mit FFmpeg darin. Und falls unter euch Leute dabei sind, die mit solchen ZIP-Dateien noch nie was zu tun hatten, ihr könnt zum Beispiel das kleine Programm 7zip herunterladen und dann diese Datei entpacken. Jetzt habt ihr zwar die 4 wichtigsten Dateien heruntergeladen, doch wenn ihr nun schöne Shader drauf haben wollt, müssen wir jetzt noch Optifine und Optifabric installieren. Und bei Optifine handelt es sich um eine Modifikation, die eine höhere Bildrate im Spiel ermöglicht. Hier könnt ihr einfach auf der Seite von Optifine die Version heraussuchen, die ihr installieren möchtet, in meinem Fall die 1.19.2 und dann das einfach herunterladen. Damit Optifine aber auch in Fabric funktioniert, benötigen wir noch Optifabric, damit Optifine integriert werden kann. Das ermöglicht euch, dass ihr endlich die Shader nutzen könnt in eurer Replay-Mod. Also oben rechts einfach wieder auf Download klicken und schon habt ihr die Datei. Solltet ihr im Augenblick keinen eigenen Shader haben, kann ich euch nur den Sildur's Shader Wärmstens empfehlen. Das ist mein Lieblingsshader und er eignet sich perfekt für die Replay-Mod-Aufnahmen. Einfach oben rechts auf Herunterladen klicken und schon habt ihr die Datei im ZIP-Format. Gleiches gilt für meine Empfehlung eines Texture Packs und zwar Dragon Dance. Das ist mein absoluter Favorit und da könnt ihr auch oben rechts auf Download klicken und schon habt ihr eine schöne Alternative zum öden Vanilla-Look. Und nun habt ihr es endlich geschafft und alle 8 Dateien heruntergeladen und jetzt können wir mit der Installation der einzelnen Teile beginnen. Wenn ich jetzt Minecraft öffne, habe ich aktuell nur die neueste Entwicklungsversion und die aktuelle Vollversion 1.19.2, aber es fehlt noch der Modloader und das ist auch das erste, was wir installieren werden, Fabric.
Oben könnt ihr die Minecraft-Version auswählen und die neueste Version ist voreingestellt. Darunter findet ihr dann bei Create Profile ein Häkchen, das bleibt da auch. Und dann könnt ihr auf Installation klicken. Und danach gibt es noch die kurze Erinnerung, dass man eben auch für viele Mods Fabric API benötigt. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr nochmal auf Minecraft klicken und schauen, ob sich da jetzt was verändert hat. Da müsste mich jetzt der Fabric Loader vorhanden sein. Wenn ihr dann oben auf den Reiter Installationen klickt, könnt ihr auch den Fabric Ordner öffnen. Da gibt es ein kleines Symbol und wenn ihr da draufklickt, seid ihr im Ordner. Habt ihr noch nie zuvor mit Mods gespielt, müsst ihr erst einmal einen Mods-Ordner einfügen. Also einfach neuen Ordner kreieren und umbenennen in Mods. Und jetzt geht's ganz schnell. Ihr müsst einfach nur diese vier Dateien, Fabric API, die Replay-Mod, das sind die zwei relevanten Sachen, damit überhaupt alles funktioniert, in den Mod-Ordner einfügen und OptiFabric und OptiFine, falls ihr Bock habt auf wunderschöne Shader. Mit den vier Dateien klappt alles. FFmpeg, die Datei, die ihr benötigt, damit ihr Videos rendern könnt, müsst ihr noch woanders einfügen. Da geht ihr wieder auf den Fabric Loader, öffnet den Ordner und zieht dann einfach komplett das Datenpaket so rüber, dass es ganz normal in den Dateien von Minecraft vorhanden ist. Und dann klappt die ganze Sache. Übrig bleiben dann nur noch das Texture Pack Dragon Dance und der Sildur's Shader. Da könnt ihr dann selber überlegen, ob ihr die Sachen einfügen wollt oder nicht. Das könnt ihr dann so wie gewohnt in-game einfach machen, wenn ihr dort auf Resource Pack oder Shader klickt und dann die entsprechenden Ordner dort intern öffnet. Nun sind wir mit allem fertig und wenn ihr auf der rechten Seite dieses kleine Symbol seht, dann habt ihr die Replay Mod korrekt installiert und könnt direkt mit eurer Filmkarriere starten. Wenn ihr da drauf klickt, werden alle eure Projekte in der Replay Mod gezeigt. Und wenn ihr dann in eine der Dateien hineinspringt, könnt ihr dort das Projekt verändern, die Kameratour bestimmen und so weiter und so fort und das ganze Video am Schluss rendern lassen. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis ihr eure eigenen Filme herstellen könnt. Ihr müsst euch nur ein bisschen reinfuchsen in das Programm. Und damit ihr jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen werdet, zeige ich euch die wichtigsten Dinge ganz kurz erklärt. Habt ihr die Replay-Mod installiert, starten die Aufnahmen sofort automatisch. Ich würde das ändern, das macht ihr dann einfach hier in dem normalen Replay-Menü und dann könnt ihr das dort ausstellen. Wenn ihr ein Replay geöffnet habt, könnt ihr den Mauszeiger freischalten, indem ihr auf die Taste T drückt. Die 3-Sekunden-Regel besagt, wenn ihr zum Beispiel euch irgendwo hinstellt und ihr möchtet euch so aufnehmen, dann sind die ersten 3 Sekunden manchmal ein bisschen seltsam, wenn ihr oben in der Timeline nochmal ganz links zurückspringt. Da kann es sein, dass ihr ganz woanders hinschaut und deswegen ist es immer gut, so die ersten 3 Sekunden ein bisschen hin und her zu laufen, damit ihr dann erst wirklich die Position erreicht, in welcher ihr euch aufnehmen wollt. Nehmt ihr nicht statisch auf, sondern ihr wollt eh durch die Gegend laufen, ist das egal. Oben die Leiste nennt man Replay Timeline, das ist praktisch das, was ihr alles gerade aufgenommen habt im Spiel. Und unten, das ist die Keyframe Timeline, das ist dann euer späteres Video. Das kleine Sanduhrensymbol steht für die Zeit-Keyframes. Ihr braucht mindestens 2 Stück, einmal ganz links und einmal irgendwo rechts. Das sind dann der Start und das Ende eures Videos. Alle weiteren Zeit-Keyframes dazwischen verändern einfach nur die Zeit. Und wenn ihr unter die Positions-Keyframes sofort einen Zeit-Keyframe reinstellt, dann friert die Zeit einfach ein. Wie schnell ihr euch übrigens in der Welt bewegt, könnt ihr durch das Drehen am Mausrad verändern. Das ist nur dann wichtig, wenn ihr irgendwas präzise ansteuern wollt. Die Positions-Keyframes sind einfach nur eure Kameralinsen, die zeigen, was ihr später sehen könnt und da müsst ihr einfach ganz viel ausprobieren und wenn es doof aussieht, einfach löschen und nochmal von vorne anfangen. Unten links kommt ihr ins Menü rein und da ganz oben links könnt ihr alle Keyframes löschen. Dann sind alle eure bisherigen Kamera- und Zeiteinstellungen verschwunden. Wenn ihr fertig seid, klickt ihr auf die Diskette zum Rendern des Videos und da müsst ihr euch nochmal entscheiden, ob ihr euren Nametag sehen wollt oder nicht und das dementsprechend ein- oder ausstellen. Dann müsst ihr nur noch auf Videoordner öffnen klicken und schon könnt ihr eure MP4-Filmdatei sehen. Und ansonsten gilt hier einfach ausprobieren ohne Ende, bis ihr ein richtig schönes Video habt. Und ihr könnt ja auch manchmal einfach nur eine Passage, die wirklich gut aussieht, rausschneiden. Die nehmt ihr dann für euer fertiges Video. Den Rest haut ihr einfach in den Müll. Und das macht ihr ein paar Mal und dann habt ihr auch alles, was ihr braucht an Material, um euren kleinen Film herzustellen. Muss ja kein One-Take sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und ihr könnt jetzt die Replay-Mod nicht nur installieren, sondern auch ein bisschen zumindest handhaben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.